Das nehme ich doch mit. Und wir haben nicht so viel Medizin verloren. Schön. Ich freue mich. Dann können wir jetzt diese Quest abgeben. Dann reisen wir hier zum Lagerfeuer, speichern ab und spazieren dann gleich mal zu ihr. Ich würde nämlich schon gerne wissen, wie Rotschlund aussieht. Ich denke mal bei Rotschlund, wenn das einer von diesen Bossmonstern sein soll, weil wir haben ja noch nicht alle Monster entdeckt, wir haben ja manche noch, die sind grau. Aber wenn Rotschlund einer von diesen Bossmonstern ist, glaube ich, dass wir den nicht so einfach platt machen können wie einen normalen Donnerkiefer. Ich denke mal, der wird viel größer sein, wird dementsprechend demoliert aussehen, aber vielleicht auch mehr Leben haben. Und da werden wir dann wahrscheinlich den Zersprenger brauchen. Also hoffe ich zumindest, wenn sich der halt genauso Lusche bekämpfen lässt und auf der Seite seine Scheibenwerfer fallen lässt, dann wird der super einfach. Aber ich hoffe mal nicht, weil ich will schon, dass sich ein Bosskampf im Bosskampf anfühlt. Bei einem anderen Spiel, das ich gerade spiele, und das Spiel ist noch nicht so alt wie Horizon, da hast du halt das Gefühl, also du hast nicht nur das Gefühl, sondern du siehst es, da haben die Bosse genau die gleichen Kampfmoves wie ein normaler kleiner Miniboss oder ein normaler Gegner. Das fühlt sich halt an, als würdest du halt gegen einen normalen Mob kämpfen, der halt ein bisschen größer ist. Das ist halt dementsprechend langweilig für einen selber. Vielleicht weiß Ligan, wo sie sind. Ah. Stimmt, mit Ligan wollten wir ja eh noch reden. Wegen dem, was da damals vorgefallen ist. Ah, das bist du. Ich habe die Namen gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Hast du Trophäen? Ich bewahre sie auf, bis der Sonnenhabicht kommt. Wo sind Assis und Talana? Rotschlund wurde gesichtet und Assis wollte ihn. Talana hörte es kurze Zeit später und folgte ihm. Sie gingen allein? Assis ging ohne seine Drossel. Talana ebenso. Aber ich sah, dass ein paar Fremde ihr folgten. Ich traue Assis einiges zu, wenn es darum geht, Rotschlund zu erlegen. Wohin sind sie gegangen? Ich muss helfen, wenn ich kann. Vielleicht hast du recht. Sie gingen nach Südosten, in Richtung der Speerschäfte. Beeil dich lieber. Hast du Talana gefunden? Ich arbeite dran. Wer ist noch Drossel geworden? Ardik. Ich glaube, er wird hier schnell aufsteigen können. Er erinnert mich an meine Anfänge. Was würdest du zu einer Donnerkiefer-Trophäe sagen? Das ist ein hehres Ziel. Vielleicht kann dir Ardik ein paar Tipps geben. Was ist denn dieser Rotschlund? Der schlimmste aller Donnerkiefer. Manche sagen der erste. Mit einem Schweifschlag kann er 5 Jäger ausschalten. Sein Schritt versetzt sogar Felsen in Bewegung. Schon viele wurden von ihnen überrollt. Und so sind schon viele gestorben, als sie ihn jagten. Wie halt teilweise im Hintergrund so Sachen aufflackern und flimmern. Ich weiß nicht, ob das an meinem PC liegt oder an den Grafikeinstellungen, aber ich dachte mir auch vorher, wie wir da mit Assis gequatscht haben und dann im Hintergrund das Disco-Licht. Hat irgendwie überhaupt nicht zur Situation gepasst, aber ich musste mir schon das Lachen ganz schön verkneifen. Das sah schon witzig aus. Stellt euch mal vor, die reden da alle so übertrieben von Rosche und dann ist das einfach so ein Mini-Donnerkiefer. Ich würd echt lachen. So ein Mini-Donnerkiefer, aber mit dreimal so viel Leben wie ein normaler Donnerkiefer. Wo ein Scheibenwerferschlag dem Millimeter abzieht. Das wäre auch witzig, aber ich denke mal, er wird sehr, sehr ominös und riesig aussehen. Was passierte denn beim Massaker? Ah, eine schreckliche Zeit. König Sharan tötete im ganzen Reich wahllos Getreue und Verräter. Er forderte sogar die Loge heraus. Warum? Manche sprachen sich gegen ihn aus. Als dann die Soldaten kamen, lehnten wir uns auf.
Und dafür mussten die, die nicht verhaftet wurden, zusehen, wie ihre Kameraden im Sonnenring starben. Mehr sollte ich nicht sagen. Bitte, sag mir, was im Sonnenring passiert ist. Eigentlich waren die Kämpfe im Sonnenring meist kurz und die Menge feierte jeden Tod. Mit uns war das anders. Die Habichte erlegten eine Maschine nach der anderen. Stunden vergingen. Die Männer wechselten sich beim Kämpfen ab. Die Stimmung schlug um. Das Publikum war enttäuscht. Manche gingen, es floss nicht genug Blut. Doch wir Mitglieder blieben bis zur Dämmerung. Alter, was sind das für Zuschauer? Da muss ich voll so an diese Kolosseumskämpfe da von zur Römerzeit denken, mit den Gladiatoren und so. Alter, wie kann man sowas feiern, dass Leute sterben oder sich Menschen gegenseitig umbringen? Also im Film ist ja sowas cool, vor allem wenn dann die Kampfchoreografien auch noch passen. Aber im echten Leben würde ich mir das nie geben wollen. Aber ja, manche Leute sind halt nur auf extreme Arten zu befriedigen, beziehungsweise zum Lachen zu bringen, zum Erhellen zu bringen. Dass die sich freuen, wollte ich damit sagen, mit Erhellen. Was passierte, als die Dämmerung kam? Es war dunkel. Nur das Feuer und das Licht der Maschinen erhellten den Ring. Und dann ließ der Hof einen Behemoth los. Ein paar Habichte sprangen in den Ring, um den Verdammten beizustehen. Sie hatten Waffen eingeschmuggelt. Ich hätte das auch tun sollen. Die Maschine war nicht zu bändigen. Sie raste in die Tribüne, vernichtete Zuschauer und Kämpfer. Es war ein Gemetzel. Ja, Behemoths sind schon heftig, vor allem in Gruppen. Und wie kam der Kampf im Sonnenring zu einem Ende? Talanas Vater kletterte auf einen Behemoth und konnte ihn mit einem Speerstoß vernichten. Doch ein zweiter erschlug ihn in diesem Moment. Ihr Bruder und die anderen kämpften gegen den zweiten Behemoth, opferten sich, stellten sich zwischen die Bestie und das Publikum. Und so retteten sie uns und die Zuschauer. Die, die ihren Tod feiern wollten, dankten den Sterbenden jetzt für ihr Leben. Sie waren so tapfer. Und schrecklich, dass niemand darüber spricht. Wohl wahr, das ist echt schrecklich, dass darüber niemand redet. Also die gehören echt geehrt. Mit so einer Steintafel oder einer Statue oder sowas. Assis sagte, Rotschlund befinde sich südöstlich von hier, bei den Speerschäften. Mach schnell, wenn du hinterher willst. Ja, ich beeil mich, aber ich wollte vorher noch ein bisschen mit dir tratschen. Eine außergewöhnliche Belohnungskiste, da ist wahrscheinlich hier wieder nur Schmutz drin. So, neue Nebenquest, Rotschlund. Ah, das ist jetzt kein Auftrag mehr, sondern eine Nebenquest. Das verstehe ich nicht ganz. Was ist der Unterschied zwischen Aufträgen und Nebenquests? Es ist ja im Endeffekt das Gleiche. Außer, dass du halt bei Aufträgen eher was sammeln, also das sind eher so Sammelquests. Aber es ist ja trotzdem eigentlich ein Nebenauftrag, also eine Nebenquest, ein Nebenauftrag. Also für mich ist das ein und dasselbe. Man hätte das ruhig zusammenfassen können. Aber ja, ist okay. Oh, da kriege ich sogar einen Fertigkeitspunkt. So, ich will da aber ehrlich gesagt... Oh. Ja gut, das ändert natürlich vieles. Da kommen wir nämlich an einem Banditenlager vorbei. Und warum sind die da unten beim Pirscher-Areal? Wir könnten uns... Oh, hier ist eine verdorbene Zone. Oh, ich hätte jetzt schon wieder so Bock zu erkunden. Es ist so schwierig, mich da zusammenzureißen. Ich würde jetzt eigentlich für mich persönlich die Quest hinauszögern, weil es ist spannend und ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und da mache ich zuerst immer den Kram, der lästig ist. Das ist in dem Fall halt dieses Gebiete aufdecken und so. Wobei, die verdorbenen Zonen sind schon ganz cool.
Aber so diese grauen Sachen da noch aufdecken, damit dann halt dann das Areal, der Arealname dabei steht und welche Maschinen dort leben. Aber ich mache immer zuerst das Lästige und dann zum Schluss das Coole. Aber natürlich bei einem Let's Play sollte man sie eigentlich genau umgekehrt machen. Das Lästige am besten offscreen, weil das wollen die meisten ja gar nicht sehen. Und nur das Spannende, also die ganzen Quests, dann onscreen. Also wenn man aufnimmt. Aber es ist so schwierig, wenn man das immer schon so gemacht hat, dass man sich da zusammenreißt und das nicht mehr macht. Ah, schwierig. Sehr schwierig. Aber wir werden halt nicht drum herum kommen. Wenn wir halt da unten sind, müssen wir auf jeden Fall das Banditenlager machen. Und dann können wir eigentlich auch gleich hier die verdorbene Zone machen, wenn wir da eh schon vorbeilaufen. Außer wir machen die verdorbene Zone, wenn wir dann hier nach hinten gehen. Das geht natürlich auch. Ja, dann reisen wir da runter. Gehen dann runter zum Banditenlager. Dann kommt wahrscheinlich eh wieder so ein, ich glaube, ein grünes. Grünes Rufzeichen. Ich glaube, grün waren die immer. Dann kommt ein grünes Rufzeichen. Da müssen wir dann mit Neil, glaube ich, heißt er. Mit Neil reden und der sagt dann, ja, wollen wir das Banditenlager zusammen machen, dann machen, nehmen wir das natürlich gleich mit. Und dann können wir dort dann im Banditenlager auch gleich abspeichern und dann dort gleich weiter. Weil hier das Pirsche Areal, das haben wir eh schon entdeckt. So, vorher werde ich mir hier nochmal kurz Pfeile basteln. Oh, was haben wir denn hier? Griechenland ruft. Werbung. Datenbeschädigung partiell. Ist das lang? Nee, geht. Also, Griechenland ruft. Textdatenpunkte Welt. Hören Sie den Sirenenruf des antiken Griechenlands? Werden Sie ihm folgen? Die Akropolis. Der Stadtberg Lykabetus. Der Tempel des Zeus. Stellen Sie sich das alles vor, nicht als die trostlosen Ruinen, die sie heute sind, sondern als die makellosen Bauwerke, die sie einmal waren. Holloway Car präsentiert Ihnen das ultimative antikes Griechenland-Erlebnis, eine historisch präzise, holographische Darstellung der größten Zivilisation der Antike. Gestalten Sie Ihr Abenteuer im antiken Griechenland völlig autonom. Spazieren Sie Hand in Hand mit Ihrer besseren Hälfte durch den Parthenon. Wandern Sie mit Sokrates durch die Gassen. Besuchen Sie die Premiere eines Theaterstückes von Aristophanes. Entdecken Sie die Welt des Altertums, ohne Ihren Hohlraum zu verlassen. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbindliche Preisempfehlung. Alter, ist sicher ganz cool, wenn man sich für diese Zeit interessiert. Aber ja, verlassen Sie nicht Ihren Holoraum. Du bist trotzdem wieder an den Ort gebunden. Kannst du machen, was du willst. Okay, Aloy. Und jetzt? Ah, meine Güte, ey. Schon wieder einer. Ich hoffe, das ist nur der eine. Ja, die Pirscher schießen sonst von hinten auf mich. Darauf habe ich nicht sonderlich Lust, deswegen töte ich den lieber gleich. Da hinten habe ich schon seinen guten Freund gesehen. So, er liegt. So, Stich 1. So, dann Stich 2. Und tschüss. Oh, da ist noch ein dritter. Ah, hier ist er. Schwierig, die zu sehen, muss ich sagen. Oh, ich habe ihm irgendwas kaputt gemacht. Also, sonst hätte ich eigentlich keine drei... keinen grünen Schaden gemacht. Also, mit einer grünen Markierung. Ja, zum Glück haben wir nicht ganz so viel verloren. Wir sind eh schon wieder fast voll. Wir sind voll. Wunderbar.
Wo muss ich hin? Ah, hier lang. Ja, okay, ich muss halt durchs Pirsche-Areal. Komme ich halt nicht drum rum. Ja, dann hätte ich die sowieso töten müssen. Lief auch ganz gut. Wir wurden nur einmal im Nahkampf erwischt und einmal im Fernkampf. Ja, und da haben wir das Lager. Oh, und hier ist ein Händler. So, abgespeichert haben wir. Jetzt könnten wir eigentlich auch gleich den Händler mitnehmen, aber der Händler ist wahrscheinlich irgendwo oben. Ah, vielleicht kann man aber hier hochklettern. Nee, sah nur so aus. Ja, dachte ich mir. Da muss ich hier hoch. Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Ja, Spiel? Zeig mir, wo es hier nach oben geht. Ah, okay, indem man einfach hochläuft. Das geht natürlich auch. Die simpelste Methode, um nach oben zu kommen. So, Handler mit dem Händler, der wieder nur das gleiche hat wie alle anderen auch. Runterspringen können wir nicht, weil dann sind wir tot. So, Stufe 15. Was für ein Witz. Wir nehmen gleich mal unsere Fernkampfrüstung. Die ist ja noch schlechter vom Level als die, die wir zuletzt gemacht haben. Die, die wir das letzte Mal gemacht haben, war Level 26 oder 25. Ja, die Frage ist aber, wo ist Neil? Neil will sicher wieder mit uns quatschen. Ist halt die Frage, wo ist der Gute? Das Land dürstet nach Regen. Ich weniger. Ja, wobei Regen kann schon was Schönes sein, vor allem wenn es mega heiß draußen ist. Neil? Du bist ja hier wieder irgendwo, ich weiß es. Neil, wo bist du? Will Neil diesmal nicht reden? Echt jetzt? Wo ist Neil? Neil ist sonst immer hier. Der ist immer dort, wo das nächste... Warum ist jetzt hier drüben auch wieder ein Händler? Hier sind überall Händler. Wozu? Ist das das letzte Banditenlager? Oh. Oh, ich glaube, das ist das letzte, oder? Oder bin ich gerade ein blinder Fisch? Fisch natürlich. Blinder Fisch? Und ich übersehe das. Nee, ich glaube, das ist das letzte. Vielleicht ist deswegen Neil nicht da. Weil Neil uns zusehen möchte. Ja, schwierig. Neil ist nicht hier. Schade. Na gut. Ah, das sehe ich. Sag, weg mit dir. Weg mit dir. Sie hat jetzt gerade, glaube ich, was Wichtiges gesagt und ich hab drüber gequatscht. Das ist natürlich nicht so gut.
So, erstmal hier die feigen Hunde von da oben wegmachen. Hä, wo ist der? Mal sehen, was für ein runtergeklettert. Das muss richtig gehen. Ja, gleich beide auf einmal, sehr schön. Doppelkill. Du bist auch ein Nahkämpfer. Ja, jetzt nicht mehr. Seite an Seite. Genauso wie du. So. Wie alle Nahkämpfer einfach gefühlt einzeln rankommen. Wie dumm muss man sein? Ja, ich dachte, er steht da dahinter, aber er steht da weiter hinten. Tschüss. Ah, doch nicht. Aber jetzt tschüss. Was das Blau ist für mich, cool. Immer noch auf der Suche nach mir. Die sind jetzt schon gelb? Sind die dumm? Wo ist Eloy? Ah, da ist sie. Ich bin völlig überrascht. So, hier steckt dir dein Speer sonst wo hin. Alter, seid ihr dumm. Der eine chillt da unten, weiß nicht, was er tun soll, verliert gerade die Aggro. Ja, die war da so weit unten, da haben meine schweren Speerschläge nicht geholfen. Zack. So, jetzt muss ich aber wieder da nach oben. Hier eine kleine Hüpfpartie veranstalten. Hä? Ihr seid wieder gelb? Was soll ich dazu sagen? Also... schon unfassbar, wie schnell die ihre Aufmerksamkeit verlieren. Das liegt aber vielleicht auch am normalen Schwierigkeitsgrad. Hätte ich das Spiel auf sehr schwer spielen müssen, damit die KI nicht ganz so dumm ist. Oh ja, der ist da oben. Ich komm mal hoch, ist das okay? Ah, du kommst rund, ist aber nett. Ja, ja, das geht völlig klar. Schau, wir sehen ja, wer hier wen auseinander nimmt. Ups. Ah, einen haben wir noch. Deswegen wurde das Lager noch nicht befreit. Ah, ja. Ah, er hat uns wieder übersehen. Oh, ist so schlimm. Jetzt wird gekämpft, du warst der Letzte. Tschüss. Alle Banditenlager geräumt. Ja, es war wirklich das Letzte. Wieder 10.000 Erfahrung. Für Level 15er. Ein Level 15er Banditenlager.